Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Das hier wird nur kurz die Introduction slash das Fazit zu diesem Video. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache mal wieder ein Food Diary, weil das öfter mal gefragt wurde. Und ich hatte mir vorgenommen, dass ich mal 2 Wochen lang nur vegan esse. Also für die, die meine Videos noch nicht länger verfolgen, ich bin Vegetarierin und ich esse oft mal vegan. Also ich trinke zumindest zu Hause und sowas keine Milch, also keine Kuhmilch, sondern andere und so. Und ich dachte mir, ich probiere es komplett. Und genau daraus ist auch dieses Food Diary jetzt entstanden, 2 Wochen lang vegan. Wenn mal ganz kurz irgendwie ein Essen oder so nicht drin ist, dann ist das wohl, weil ich da essen war und meine Kamera nicht dabei hatte oder sowas. Oder weil ich tatsächlich da nichts gegessen habe. Das kann beides sein, nur dass ihr euch nicht wundert. Ansonsten sollten das aber alle Essen, die ich hatte, drin sein. Und ich muss sagen, es war eigentlich ganz gut. Also ich meine, ich könnte da so locker für eine Zeit lang leben. Nach einiger Zeit gibt es aber so ein paar Dinge, die mir einfach fehlen. Und gerade außerhalb. Also zu Hause kann man es, finde ich, bis zu einem sehr großen Punkt noch schaffen. Außerhalb fände ich es auf Dauer etwas, ja, schwierig. Aber ich möchte schon schauen, dass ich immer mehr vegan esse. Nur halt, dass ich theoretisch schon auch andere Sachen eben essen darf. Also Fleisch und Fisch will ich sowieso nicht. Also vegetarisch ist bei mir schon immer sehr fest. Aber das Vegane will ich jetzt auch lieber einfach mehr versuchen. Gut, das war's mit dieser Einführung. Und jetzt seht ihr das Food Diary. Erstmal hier diesen Salat. Hier einmal Gemüsepizza, natürlich ohne Käse. Und Harry Potter dazu. Ein Frühstück, Brot mit Hummus, mit Tomaten drinnen und dann noch Tomaten dazu. Mittags einfach Nudeln mit Tomatensauce. Abendessen, Reis, Falafeln und aus Versehen ein bisschen viel Avocado. So, noch eine heiße Schokolade mit Reismilch. Wieder zu Harry Potter. Und ja, ich schaue sie nicht in der richtigen Reihenfolge durch. So, nächster Tag, mittags, Nudeln mit Tomatensauce nochmal und Pilze und Brot mit Hummus drauf. Ja, und Gurken. Und hier einmal Schokopudding mit Reismilch. So, zum Abendessen ein Salat mit Tomaten und dann eigentlich Pfannkuchen mit Gemüse. Aber dem Zustand des Pfannkuchens nach zu urteilen, würde ich das eher Pfannkuchenmassaker nennen. Und wieder einen Kakao mit Reismilch. Zum Frühstück Brot mit Hummus drauf und 2 Tomaten. So, Mittagessen diesen Salat hier mit Radieschen, Gurken und Schokolasalat. Und Pizza mit Gemüse drauf. Und schon wieder eine heiße Schokolade. Die trinke ich irgendwie sehr oft. Und schon wieder mit Reismilch, weil ich die irgendwie am besten finde. Also Soja soll ja nicht so gut sein und die anderen Milchsachen, also die, die ich probiert habe, mag ich nicht so gerne. Ich weiß, dass ich Hafermilch mag, aber die gibt es nicht so viel zu kaufen hier irgendwie. Und Mandelmilch mag ich irgendwie nicht so gern. Und deswegen, ja, nehme ich meistens die. So, zum Frühstück gibt es wieder Brot mit Hummus und Tomaten dazu. Zum Mittagessen einmal Brot mit Tomaten und Schokolade drauf. Wie hätte es anders sein können? Zwischendrin nochmal eine heiße Schokolade. Das hier passiert, wenn ich den ganzen Tag fast nichts esse, weil ich beschäftigt bin. Und dann meine ich, müsste hungrig Abendessen machen und dann 2 Sachen mache. Und dann, ja, das Traurige ist, ich werde es alles essen, vermutlich. Das sind Nudeln mit verschiedenem Gemüse drin, also Mais, Zucchini, Tomaten, Karotten und Paprika, genau. Und Tomatensauce drauf. Und das hier sind so Pommes-Schiffchen mit ein paar Kräutern drauf, genau. Und zum Nachtisch noch ein Vanillepudding mit Blaubeeren drauf. Zum Abendessen Kartoffelbrei und Erbsen. Und als Nachtisch noch Milchreis mit Zimt drauf und Mango-Apfelmus dazu. Hab vergessen, mein Frühstück zu filmen. Das waren 2 Brötchen mit Hummus drauf und das ist wieder ein Kakao. Wer hätte das gedacht? Mittagessen auf einem etwas zu kleinen Teller Reis mit Avocado dazu. Zum Abendessen wieder Pizza mit Gemüse drauf. Und ich muss nichts mehr dazu sagen, oder? Heiße Schokolade mit Zimt und es dürfte wohl so meine 5., 6. bisher sein in diesem 2-wöchigen, also bisher ja nur 1 Woche und 1 Tag langen Food Diary. Dienstagmorgen. Einmal Brot mit rotem, also so Tomatenhummus und 2 Tomaten dazu. Mittagessen, Spaghetti mit Tomatensauce und ein Brot mit Hummus.
Und wieder eine heiße Schokolade. Auf in meiner Lieblingstasse, die ihr zwar wahrscheinlich auch schon öfter gesehen habt. Die ist von Urban Outfitters. Ich weiß aber nicht, ob es sie noch gibt, weil die war irgendwann total runtergesetzt. Deswegen heißt meistens, glaube ich, dass sie nicht mehr haben. Aber wer weiß, ihr könnt ja mal schauen, falls euch die gefällt. Falls ihr auch so katzenverrückt seid. Zum Abendessen Reis mit Falafeln und Avocado, die leider noch nicht ganz reif war, was ich erst gesehen habe, als ich sie aufgemacht hatte. Also gibt es eher Avocado-Stückchen. Zum Nachtisch nochmal so ein Vanillepudding und Blaubeeren und Zimt drauf. Frühstück, kalten Reis von gestern. Wer von euch isst noch gerne kalten Reis? Mittags Blumenkohlsuppe mit danach noch einem Brot dazu, das gerade noch nicht ganz fertig war. Ich bin keine besonders gute Köchin. Das hier hat eine Riesenkatastrophe in meiner Küche ausgelöst. Der Abend hauptsächlich Gemüse. Und Milchreis mit Zimt drauf zum Nachtisch. Wieder Brot mit Hummus und Tomaten zum Frühstück und Pointless Block dazu. Und zum Mittagessen einmal Nudeln mit Tomatensauce. Und Schokopudding als Nachtisch. Und abends wieder eine heiße Schokolade mit meiner neuen Tasse. Wieder ein Frühstück, wieder Brot mit Hummus, diesmal also wieder der grüne und Tomaten dazu. Zum Mittagessen zwei Brote, beziehungsweise ein Brot eigentlich, und Gurken, Tomaten und Salat drauf und Tomatensauce. Und ein bisschen dunkle Schokolade zwischendurch. Zum Abendessen ein paar Kartoffelschiffchen. Wieder Frühstück und diesmal wieder Brot mit Hummus, so grünem und Tomaten. Zum Abendessen Kartoffelbrei mit Erbsen. Und zum Frühstück wieder Brot mit dem Rest vom Hummus, der geht irgendwie extrem schnell leer. Zum Mittagessen Spaghetti mit Tomatensauce. Und zum Nachtisch Milchreis, wieder mit Reismilch gemacht und dazu Apfelmus und so Zimt und Kakao drauf. Wieder heiße Schokolade. Und zum Abendessen nochmal Pizza mit Rucola-Salat drauf und Pilzen und Zucchini.